Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Aaron und ich habe heute einen neuen Tag für euch, nämlich den Rainbow Book Tag. Ich weiß nicht, wer den erfunden hat, keine Ahnung, ob das überhaupt noch zurückverfolgbar ist. Jedenfalls sind die Regeln denkbar einfach. Ich habe 11 Bücher und zwar den Farben des Regenbogens nach sortiert, die ich euch hier vorstellen werde. Einfach die halt Cover vom Cover her farbig zum Regenbogen passen. Und die werde ich euch so ein bisschen zeigen. Ich habe darauf geachtet, dass es welche sind, die ich euch jetzt nicht jede Woche in die Kamera halte. Das hat auch ein bisschen zur Folge, dass es gar nicht so viele gibt, die ich schon gelesen habe. Ich glaube, von diesen 11 Stück nur 3. Aber gut, das ist halt eben so. Und ich würde sagen, wir starten ziemlich bald. Ihr findet einfach alle Bücher wie immer direkt unten in der Infobox als Affiliate-Link zu Thalia. Falls ihr sie euch kaufen wollt, macht das gerne über diesen Link. Dann bekomme ich eine kleine Provision. Das erste Buch, das ich habe, ist zur Farbe Rot. Und zwar geht es hat sogar Rot im Titel, Rubinrot, Liebe geht durch alle Zeiten von Kerstin Gier. Das ist der Auftakt der hier Edelstein-Trilogie. Ist super bekannt, glaube ich, ne, für junge, jugendliche, ältere Kinder geschrieben. Ich weiß es nicht genau. Es geht um die 16-jährige Gwendolyn, also ich würde sagen, also 15, 16, 14, 15, 16-Jährige können das Buch gut lesen. Und die 14-jährige Gwendolyn lebt in einer Familie, in der Zeitreisen ein Thema ist. Und sie, eigentlich war es so, dass man die ganze Zeit dachte, ihre, weiß ich gar nicht, Cousine oder so, ist die, die auserwählt ist in ihrer Generation, um eben diese Zeitreisen machen zu können. Das kann, glaube ich, eben immer nur einer aus dieser Generation. Das Buch habe ich übrigens sogar gelesen. Und irgendwie ergibt sich dann, dass das wohl doch nicht so ist. Dass das wohl doch nicht jede Cousine oder wer das auch immer war ist. Und ja, dann begleiten wir hier eben diese Zeitreisen so ein bisschen und sind sowohl in der Gegenwart natürlich als auch in der Vergangenheit. Und wie man hier schon sieht, da ist ein junger Mann und eine junge Frau. Die junge Frau ist Gwendolyn und der junge Mann ist eben jemand anders, den sie kennenlernen. Und mit dem reist sie dann so ein bisschen durch die Zeit. Ist ein nettes Jugendbuch, nichts Krasses. Ich weiß, für viele ist es so eine Herzensreihe, weil sie es halt auch in einem Alter gelesen haben, in dem, für das es eigentlich geschrieben ist. Ich habe es jetzt erst vor einem Jahr gelesen und so, deswegen ist es für mich jetzt nichts super Besonderes. Das nächste Buch ist für die Farbe Orange und es handelt sich um Hasnain Kasims Mein Kalifat. Ein geheimes Tagebuch, wie ich das Abendland islamisierte und die Deutschen zu besseren Menschen machte. Ich habe das bei mir unter der Kategorie Humor stehen. Ich weiß nicht ganz genau, wie das einzukategorisieren ist. Es ist, denke ich, einfach ein nettes Buch. So, es geht, ist offenbar von einem Muslim geschrieben, eben Hasnain Kasim, der, so interpretiere ich das, den so ein bisschen Islamhass in Deutschland so ein bisschen auf die Schippe nimmt und sich hier jetzt eben das Abendland islamisiert ist, ist das so die große Angst von Pegida, dass unser Abendland islamisiert wird. Und davon erzählt er eben so ein bisschen, denke ich, von seiner Zeit hier in Deutschland. Und ich denke, das ist ganz witzig. Ich habe es schon lange hier rumliegen, einige Monate, habe es aber noch nicht gelesen und kann deswegen nicht so super viel dazu sagen. Und es reizt mich momentan leider auch gar nicht so sehr, wie ich mal gehofft habe. Für die Farbe Gelb habe ich ein weiteres Buch, das ich angefangen habe zu lesen und aber nie beendet habe. Ihr findet übrigens dieses Buch auch in einem anderen Video, nämlich in dem hier. Und da geht es um meine unterbrochenen Bücher. Und zwar reden wir von Stefan Austs und Adrian Geiges Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. Xi Jinping ist ja der Machthaber in China. Und das hier ist die erste Biografie, die es über ihn gibt. Eine auf Deutsch erschienene Biografie von Stefan Austs, dem ehemaligen Chefredakteur des Spiegels, und Adrian Geiges, der für diverse Medienhäuser schon Auslandskorrespondent in verschiedenen Ländern, unter anderem Brasilien und eben China war. Und die beiden kennen Xi Jinping nicht persönlich, aber kennen ihn halt durch seine öffentlichen Auftritte ganz gut und haben eine Biografie über ihn geschrieben. Und mit Adrian Geiges habe ich schon mal ein Interview geführt. Wenn ich daran denke, verlinke ich es euch hier oben auf einem anderen Kanal aber. Und ich habe eben hier mal reingelesen. Es ist halt ein sehr politisches Buch. Es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt so durchliest wie ein Thriller. Ich habe 79 Seiten gelesen und es hat sich schon sehr viel länger angefühlt. Auch wegen der ganzen chinesischen Namen, bei denen ich halt sagen muss, da bin ich jetzt sehr mitteleuropäisch geprägt. Und
hatte so ein bisschen meine Schwierigkeiten, das alles verfolgen zu können und nachvollziehen zu können. Aber ich glaube, es ist eigentlich ein ganz spannendes Buch und ich möchte es eigentlich auch mal noch lesen, weil Xi Jinping ein sehr interessanter Mann ist und China ja auch ein sehr interessantes Land, weil es ja viel Fortschritt bietet, aber halt doch ein, ja, ich glaube, man kann sagen, autokratisch geführtes Land ist. Das nächste Buch für die Farbe Grün ist ein als Roman gelabeltes Buch, aber ich nehme mal an, es ist eher so ein Thriller-mäßiges Buch, nämlich von James Rollins, der Judas Code. James Rollins ist ja auch ein mega bekannter Autor. Ich habe von ihm noch nichts gelesen, habe aber eben den Judas Code und ein anderes Buch hier von ihm rumliegen, und zwar im Dreieck des Drachen. Hier geht es um eine Terrorgruppe, die weltweit agiert und einen biologischen Kampfstoff auf Basis eines neuen Virus, ja, halt irgendwie halt erfindet oder rausbringt oder wie auch immer. Also rausbringt, ihr kann es nicht auf Amazon kaufen, klar, aber ja, also halt, ne, da gibt es diesen biologischen Kampfstoff. Und den erfindet eben diese Terrorgruppe, und dagegen soll angekämpft werden, weil dieser biologische Kampfstoff könnte eben die ganze Welt gefährden, ausrotten, wie auch immer. Und Grayson Pierce, wer auch immer der Mann ist, ist wohl der Einzige, der den dunklen Plan dieser Gilde durchschaut und weiß, wenn er den nicht vereitelt, ist die gesamte Menschheit in Gefahr. Klingt ganz gut, habe ich mir also mit sehr viel Freude gekauft und noch nicht gelesen. Es sind über 500 Seiten, 550, und hier seht ihr, doch ziemlich, ziemlich klein geschrieben. Also mal gucken, wann ich das mal lesen werde, aber auf jeden Fall passt sehr gut zur Farbe Grün, denn viel grüner wird es nicht in meinem Bücherregal. Viel blauer als das nächste Buch wird es auch nicht, und ganz viel dicker auch nicht, wobei es eigentlich geht mit 56 Seiten. Und zwar reden wir von Robert Galbraiths Der Ruf des Kuckucks, der erste Fall oder ein Fall für Cormoran Strike. Robert Galbraith ist ja bekanntermaßen das männliche Pseudonym der Harry Potter-Autorin J.K. Rowling. Jetzt ist natürlich die Frage, darf man die noch unterstützen oder so? Wie auch immer, keine Ahnung, darum sollte es auch gar nicht gehen. Jedenfalls habe ich hier dieses Buch von ihr, ich habe es auch noch nicht gelesen, weil es eben so furchtbar dick ist. Und das ist für so einen Thriller oder Kriminalroman, was es, glaube ich, eher ist, schon sehr, sehr dick. 650 Seiten, also es ist schon wirklich viel. Es ist jetzt auch nicht sonderlich groß gedruckt. Also ja, keine Ahnung. Es geht hier darum, dass das berühmte Model Lula Landry von ihrem Balkon fällt und eben verstirbt, und eigentlich ist für alle sofort klar, es ist ein Suizid gewesen. Aber offenbar doch nicht, sonst könnten wir keine 650 Seiten füllen. Und Cormoran Strike ist ein Privatdetektiv, glaube ich, der in diesem Fall auf die Spur geht und ich nehme mal stark an, herausfinden wird, dass das wohl doch nicht ganz so sehr Suizid war, sondern eher ein Mord. Und ja, es ist eigentlich, ich habe eigentlich Bock, dieses Buch zu lesen generell, weil es ist Robert Galbraith, eben J.K. Rowling, und ich habe Harry Potter erst die ersten beiden Bände gelesen, aber ich mag den Schreibstil sehr. Es ist eigentlich ein sehr, man kommt so gut durch, und ich glaube, das ist hier auch so, aber diese 650 Seiten schrecken mich doch schon ab. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Buch ist, was ich so im Winter mal lesen werde, so irgendwie, wenn ich dann in der Uni Weihnachtspause habe, so irgendwie vom, keine Ahnung, 23. Dezember bis 6. Januar, dass das so ein Buch ist, was man da dann mal zur Hand nimmt. Und dann liest man 200 Seiten am Tag und dann hat man es in 3, 4 Tagen durch. Ja, mal gucken. Ich habe eigentlich große Hoffnung da rein, aber mich bisher noch nicht dazu durchringen können, es zu lesen. Dann geht es weiter mit der Farbe Türkis und einem Buch, das ich eigentlich gar nicht kenne. Das habe ich seit einiger Zeit in meinem Regal stehen, weil ich es mal auf dem Flohmarkt gekauft habe. Und zwar handelt es sich um Papa hat sie erschossen von Saskia Jungnickel. Es geht um ein, also es geht wohl um eine reale Geschichte. Ich habe es auch bei meinen Biografien, Erfahrungsberichten stehen. Hier heißt: Am 6. Juli 2008 kritzelt mein Vater etwas auf einen mintgrünen Post-it-Zettel. Er steigt die Wendeltreppe hinunter in die Bibliothek und holt sein Revolver. Dann geht er durch den schmalen Gang hinaus in den Hof. Dort legt er sich unter unseren alten Rosennussbaum. Ich weiß nicht, ob er dabei irgendwann gezögert hat. Ich glaube, er wird noch einmal tief durchgeatmet haben, als er da lag. Vielleicht hat er sich noch kurz die Sterne angesehen und dann unter Stille gelauscht. Dann schießt er sich in den Hinterkopf. Also, es geht offenbar um den Suizid eines Vaters im Juli 2008. Ich nehme mal stark an, dass die Saskia Jungnickel dann noch relativ jung gewesen sein dürfte. Und darüber erzählt sie eben in diesem Buch. Ich habe da überhaupt keine Meinung zu, ich habe es auch noch nicht gelesen, auch keine
jetzt, dass ich sage, das ist viel Vorfreude oder ich habe gar keine Lust, das zu lesen. Ich habe es, wie gesagt, irgendwo für 1 Euro gefunden und dachte, klingt ganz interessant, nehme ich mal mit. Und ihr habt es noch nie gesehen, außer mal in der Bookshelf-Tour ganz kurz. Und deswegen gibt es das jetzt bei der Farbe Türkis. Dann gehen wir weiter zur Farbe Lila und wir kommen zu einem, ja, doch, ja, sehr bekannten Buch. Und zwar handelt es sich um Gregs Tagebuch 5. Geht's noch? Ein Comic-Roman. Gregs Tagebuch muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Jeff Kinney, der Autor, ist damit ja wirklich, wirklich richtig bekannt geworden, viral gegangen, würde man heute sagen, vor, weiß ich gar nicht so genau, 10 Jahren oder so, als diese Gregs Tagebücher rauskamen. Das sind ja, für die, die es doch nicht wissen, so Bücher, in denen es so halb viel Text gibt und viele, viele Bilder eben. Und es geht um Greg, der Schüler ist in den USA, in so einer Highschool oder so, und so ein bisschen eher ein Außenseiter-Typ ist. Sein bester Freund ist Roderick, ist sein bester Freund, glaube ich, ne? Und sein Bruder ist jemand anders, oder ist der Bruder Roderick? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, der Bruder ist ein bisschen so ein komischer Typ und der beste Freund auch. Und da passiert halt einfach viel, viel, viel komische Sachen an dieser Schule, über die man eben gerade mit 12 halt viel lacht. Und ich habe davon die ersten 8 Bände, glaube ich, hier stehen und habe die alle gelesen. Es gibt da ja, weiß ich nicht, 16 Stück oder so. Danach habe ich noch nicht mehr weiter gelesen. Ich habe auch die ersten 3 Filme gesehen. Ich glaube, es gab nur 3. Ne? Ich glaube, irgendwann wurde es eingestellt. Und ja, ist ganz nett und passt zur Farbe Lila und ist ein Buch, das ich sicherlich so schnell nicht mehr hier auf diesem Kanal zeigen werde. Ein Buch, das ich glaube, dieses Jahr auch schon gelesen habe. Im Frühjahr dieses Jahres dürfte es gewesen sein. Und zwar handelt es sich um Pink, und viel pinker als dieses Buch geht fast gar nicht. Es ist Olivia Jones mit Lena Obschinski. Ungeschminkt, mein schrilles Doppelleben. Olivia Jones ist eine Drag Queen aus Hamburg von Reeperbahn und ja, sehr, sehr bekannt, hat interessanten, durchwachsenen, von Höhen und Tiefen geprägten Lebenslauf, über den sie hier schreibt. Und ich fand es super interessant. Ich habe mit Olivia Jones eigentlich nicht viel am Hut. Ich kenne sie aus irgendwelchen, keine Ahnung, Talkshows oder aus irgendwie, keine Ahnung, Wetten, das und so, wo sie mal dabei war. Eben im Fernsehen, sonst habe ich damit nicht viel zu tun. Sie betreibt ja irgendwie Bars auf St. Pauli und so Kiez-Touren und so über die Reeperbahn, wie auch immer. Alles schön und gut, und dann habe ich mir dieses Buch irgendwann geholt und es ist wirklich, wirklich unterhaltsam. Also es ist halt Olivia Jones typisch sehr leicht geschrieben. Es gibt nach jedem Kapitel von Leuten, die sie gut kennt, ich glaube alles Promis, so ein paar Fragebogen, die alle beantworten, alle die gleichen Fragen. Ist ganz cool, das zu lesen. Ist jetzt kein weltbewegendes Buch, das sicherlich nicht, aber es ist schon interessant, da reinzuschauen. Vor allem erzählt sie auch so ein bisschen aus ihrem Privatleben, in dem sie halt nicht Olivia Jones ist, sondern eben Oliver. Und sie erzählt, dass sie als Oliver noch nie oder erst 1 oder 2 Mal oder so überhaupt in, weiß ich, wie vielen Jahren Karriere erkannt wurde. Und das ist eigentlich alles super interessant. Also wer Lust hat, das mal zu lesen und sich für Olivia Jones und Drag Queens und sowas interessiert, dem kann ich dieses Buch sehr ans Herz legen. Eine weitere Biografie, die ich euch vor nicht allzu langer Zeit vorgestellt habe, ist die von Noura Habib Omer, weißt du, was ich meine, vom Asylheim in die Charts, eben weil ich es euch vor kurzer Zeit erst vorgestellt habe, werde ich jetzt nicht super viel dazu erzählen. Noura ist ja eine deutsche Rapperin, bekannt geworden mit Sixten, einem Rap-Duo zusammen mit Juju. Und sie ist in Kuwait geboren und dann nach Deutschland gekommen, irgendwann mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern. Und hier eben, ja, aufgewachsen, auch schwierige Zeit gehabt, war zwischenzeitlich im Asylheim, hat dann mit vielen, vielen Leuten auch in einer viel zu kleinen Wohnung oder in einer viel zu kleinen Wohnung gelebt. Ihre Großeltern waren schon hier, deswegen, ja, kannten die sich so ein bisschen, beziehungsweise kannte sie Deutschland dann so ein bisschen und ihr konnte viel gezeigt werden. Und letztlich ist sie dann in Berlin gelandet als Rapperin. Und das war jetzt also sehr kurz erzählt. Und ja, es ist ein relativ dünnes Buch mit so um die 200 Seiten und ich hätte dem Buch gerne so 50 Seiten mehr gegeben. Hätte ihm, glaube ich, gut getan. Zwischenzeitlich waren die Zeitsprünge ein bisschen komisch, aber ansonsten fand ich es sehr interessant. Und ich glaube auch da, jeder, der irgendwie Bock hat, mal so ein bisschen so eine Biografie zu lesen, die man gut durchlesen kann, die jetzt keine Politiker-Biografie ist, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich ein bisschen für Rap und Noura interessiert. Auf jeden Fall eine gute Sache. Und dann kommen wir zu einem Buch, ich weiß nicht, in welchem Kontext das bei mir eingezogen ist. Es ist für die Farbe Weiß, die nicht im Regenbogen ist. Ich weiß, so auf der Liste, wo ich nachgeschaut habe,
zu diesem Regenbogen-Booktag. Vielleicht sind auch andere Farben, nicht Regenbogen, keine Ahnung. Jedenfalls auf dieser Liste waren auch weiß und schwarz, deswegen sind das die zwei Farben, die es jetzt noch gibt. Und dieses weiße Buch ist His Banana von Penelope Bloom. Es ist der Auftakt einer Reihe. Ich glaube, es ist der Auftakt. Ich dachte, ja doch, hier, Guilty Pleasures Band 1. Ich meine, Friederike von Bookframpire hat das Buch letztens gelesen. Ich weiß aber gar nicht mal, was sie dazu gesagt hat. Es ist ja irgendwie ein bisschen komischer Titel und keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht mehr, in welchem Kontext das bei mir eingezogen ist, ob ich das wirklich gekauft habe oder ob ich das in so einer, ich hoffe, ich habe es eigentlich in so einer zu verschenken Box mal gefunden. Ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Romance-Buch mit viel Erotik vermutlich. Also würde ich jetzt dann nochmal dem Titel entnehmen. Und ja, keine Ahnung, gibt es nicht viel zu sagen, habe ich nicht gelesen. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich mal lesen werde, aber ist ja irgendwie ganz witzig. Und ich habe es jetzt irgendwie seit Monaten halt in meinem Regal stehen. Und es steht jetzt halt hier. Und jetzt habe ich es zuerst mal wieder rausgenommen, seit ich es einsortiert habe. Sebastian Fitzek ist ja ein Autor, mit dem ich so nicht auf Kriegsfuß stehe, das auf keinen Fall, aber der mal bessere, mal schlechtere Bücher schreibt, oder Bücher, die ich mal besser, mal schlechter finde. Zuletzt habe ich das Paket von ihm gelesen, was ich so mittelgut fand. Abgeschnitten dagegen hat mir ja gut gefallen. Immer mit der Betrachtungsweise, dass es eben einfach ein Buch von Fitzek ist und dass er sicherlich einfach ein bisschen anders auch betrachtet werden muss als andere Thriller. Und hier habe ich jetzt für die Farbe Schwarz das schwärzeste Buch in meinem Regal, sogar mit schwarzem Buchschnitt. Und zwar ist es die Limited Edition, die erste Ausgabe von Sebastian Fitzeks Der Heimweg. Das ist ja eins seiner neueren Bücher auf jeden Fall. Von 2020 sogar. Das ist wirklich ein ziemlich neues Buch. Der Heimweg von 2020 ist, soll ein sehr brutales Buch sein. Ich habe den Klappentext noch nicht gelesen und werde ihn auch nicht lesen wollen oder möchte ihn nicht lesen, deswegen werde ich ihn auch euch auch nicht vorlesen. Ich weiß nur, dass es eins seiner brutalsten, wenn nicht sogar das brutalste Buch sein wird oder sein soll. Und deswegen habe ich eigentlich viel Lust darauf, das mal zu lesen, wenn ich da gerade richtig, richtig Bock drauf habe, mal sowas Blutrünstiges zu lesen. Und ja, ich glaube, es ist auch eins seiner besseren und ich habe die Hoffnung, dass es eins seiner besseren ist und habe auch schon einiges Gutes darüber gehört. Und es geht, also ich nehme es an, hier ist ja so eine Frau zu sehen in der Mitte, in diesem silbernen Kästchen, in diesem silbernen Fenster. Und ich nehme an, dass es irgendwie um eine Frau geht, die halt auf dem Heimweg, keine Ahnung, vergewaltigt, ermordet oder sonst was wird. Und ja, das werde ich dann irgendwann mal lesen, vielleicht auch jetzt so im Herbst, könnte natürlich auch gut passen, wenn es schon abends so ein bisschen dunkel wird und man dann sowas liest, so ein bisschen zum Ekeln und zum Gruseln, mal gucken. Und ja, ich habe große Hoffnung da rein und dann werdet ihr es vielleicht mal demnächst in einem neuen Video von mir sehen. Und ich wünsche euch jetzt noch ganz, ganz viel Spaß mit meinem Kanal. Mit diesem Video werdet ihr hoffentlich eine gute Zeit haben und dann freue ich mich sehr über euer Abo und euren Daumen nach oben. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann.